But that's the fox say. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. Ring ding 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 ding. What does the fox say? Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Ja, da sind wir wieder, Pape. Ganz neues Bild, was wir sehen. Jetzt ist es auch wieder dunkel. Ich esse Dosenwurst und Pape ist im Neta und es ist dunkel und er versucht, sich hochzuklöppeln, um seine Koordinaten zu erreichen, was er niemals schaffen wird. Die Wette steht, 4 Folgen hat er Zeit, 2 Stunden, 50 Euro wird er niemals kriegen und ich habe Dosenwurst. Jetzt kommst du, Pape. Wie 2 Folgen? Du hast gesagt, ich werde es in dieser Session nicht schaffen. Ich hab gesagt 2 Stunden Zeit. Ach so, ja, ja. 2 Stunden, das sind 4 Folgen. Ich bin schon fast zu Hause. An meiner Kiste, meine ich. Hätte ich nur eine verkackte Spitzhacke mitgenommen, ey. Kannst du schnell eine bauen? Nee, ich habe kein Holz mitgenommen. Du bist so ein Held. Danke. Das ist das Gute am Papa, er denkt immer so weit. Ja, ich wollte halt nichts mitnehmen, was ich verlieren könnte. Ja, aber ich verstehe nicht, warum du denn nicht einfach mal umdrehst. Weil das jetzt, glaube ich, schon. Ich glaube, umdrehen wird jetzt schon länger dauern. Ja, jetzt ja, aber du klöppelst ja schon seit einer Stunde darum. Nö. Also ich muss sagen, ich kann es momentan nur ertragen, weil ich hier so eine geile Dose. Ja, du isst auch geile Dosen. Ja, von Kerr Stefan. Von Kerr. Ganz ehrlich, ey, das sollte unser Hauptsponsor sein. Wildergutfick wird euch präsentiert von Hausmacher Stadtwurst von Metzgerei kerrstefan.de. Ist großartig. Ja, ja, ja. Oh, ich muss auch irgendwann mal bald das Ende sein, ey. Hast du es kaputt gemacht? Ja, mein Messer. Ja, natürlich hast du es kaputt. Das kannst du echt scheiße essen mit so Gummibesteck. Aus diesem Ding, wir haben hier nur so Plastikbesteck, ihr Lieben. Ich glaube, daraus könnte nicht mal die Metzgerei Kerr Stefan das vernünftig essen. Aber wir haben ja gerade vor 2 Stunden ein neues Minecraft-Let's Play released. Ich guck einfach mal rein. Was hältst du davon? Vielleicht gibt's geile neue Comments. Guck doch einfach mal rein. Heute kam die Folge raus, der rüpselnde Tiermörder. Übrigens sehr guter Titel, wie ich finde. Wobei ich natürlich kein Tiermörder bin. Doch bist du. Nein. Das kannst du mir nicht beweisen. Der Julian schreibt, welchen Tipp hast du nun bekommen? Ihr seid ja irgendwie vom Thema abgekommen. Keine Ahnung. Für Diamanten ist Pap, glaube ich, zu hoch. Ich habe es mir angewöhnt, mich auf Ebene 10 runterzubuddeln und dann einfach gerade nach vorne buddeln. Da gibt es richtig Action hier, richtig viele Comments. Ich würde an Papestelle mittlerweile einfach meine Mine anlegen. Einfach schräg runter bis Bedrock. Na. Schön Schienen und Lore drauf und dann systematisch alle 3 Blöcke einen. Was? Alle 3 Blöcke einen 3 Blöcke hohen Gang. Das ist Stripmine. Das heißt, ich baue mich einfach runter und gehe dann einfach in jede Richtung und baue da riesige Gänge und hoffe, dass ich auf irgendwas treffe. Finde ich langweilig. Ich hab mich auch gewundert, Pavel, ne? Mich ärgert, dass ich keine scheiß Spitzhacke mitgenommen habe. Nee, wirklich. Ich esse ein bisschen Dosenwurst, Pavel. Natürlich isst du Dosenwurst. Du bist doch Mr. Dosenwurst. Ja, aber das kann! Ja. Oh, oh, oh. Okay, warte, ich muss mir die Stelle hier genau merken. Alter, hier ist die Festung. Aber die Frage ist, ob es die Festung ist. Meinst du, es ist die Festung? Ich meine, dass das eine sehr langweilige Session werden wird, weil du nichts findest und stirbst. Wenn ich es aber finde, dann bin ich ein Held. Nein. Ich rede gar nicht über Eventualität. Du findest es nicht. Du bist ein richtiger Mutmacher. Ja, richtig. Mein zweiter Name. Jetzt. Ach, jetzt musst du mich gleich wieder anschreien, oder was? Warte mal, wenn ich hier jetzt runter springe, überlebe ich das. Gerade schreibt mir der Tioma und er sagt, Fuck. Wir sollen ein Smite-Let's Play machen. Ein was? Smite. Was ist Smite? Das ist League of Legends in 3D. Hey. Nein, danke.
Mein ist doch kein Geheimtipp mehr. Nee, das machen wir nicht, Papa. Das bringt nichts, glaube ich. Das bringt aber nichts, muss man mal so klar sagen. Muss man auch einfach mal gesagt haben. Wenn ich schon mal hier bin, könnt ihr auch eigentlich mal ein Stück Dosenwurst nehmen. Erstmal ein bisschen Dosenwurst. Von metzgereikehrstefan.de. Den neuen Sponsor vom Just Network? Ja, aber die wissen noch nichts davon. Das ist wichtig. So, ich muss mir mal kurz einen sicheren... Das Problem ist einfach, dass die Community das Papa nicht sterben kann wie ein Mann. Er kann nicht einfach nicht sagen, ich habe versagt hier komplett. Ich lasse jetzt meine Sachen einfach da. Nee, baue mir eine schöne Existenz auf, wenn er gut fick. Sondern er muss jetzt irgendwie 28 Folgen irgendwie suchen. Nur um wahrscheinlich daran wieder zu scheitern. So, jetzt muss man mal so hart sagen. Bin doch schon fast da. Fast? Ja, wirklich. Dann werden wir mal sehen. Oh, hier war falsch. Oh. Oh, guck mal, hier ist eine Fackel. Hä? War ich hier schon mal? Natürlich war ich hier schon mal. Boah, ihr Lieben, ey. Was würde ich jetzt dafür geben, jetzt noch eine Scheibe Brot zu haben zu der geilen Wurst? Das wäre ein Traum. Ey. Das wäre ein Traum. Ist wirklich lecker. Also, Pascal, vielen Dank für diese geile Dosenwurst. Nee, Mann, das ist... Ich finde, dafür hast du den Friedensnobelpreis verdient. Das ist Wurst. Das ist nicht schön. Guck halt mal irgendwie, ob es auf meinem Blog Kommentare zu deinem LP gibt, aber sieht nicht so aus. Die schreiben alle irgendwie... Kabunga! Lauf, junger Padawan. Oh! Wie? Oh! Es war so ein schönes Play. Was ist das denn wieder? Das ist so ein... Wieso willst du ihn jetzt mit Fleisch töten, oder was? Du kriegst ernsthaft auf den einen? Muss ich, weil er schießt mich gerade an. Ja, und jetzt fliegt er weg. Aber er hat mich kurze Zeit an. Oh, da ist er schon. Ich brenne. Ich bin so dumm. Ich brenne nur kurz. Ach, ihr Lieben. Haben wir hier so schön ein paar Wörter sagen zu sehen. Wow. Weglaufen. Oh, so ein Arsch, ey. Mann! Oh. Ein Königreich für ein frisches Graubrot. Aua! Oh, der hat mich hart getroffen. Sieht doch hart aus. Gut, dass du auch viel Essen mitgenommen hast. Du hast wirklich an alles gedacht. Let's Play, Community, ja? Ja, Junge! Ja, das ist meine Aufgabe, dich mal ein bisschen wach zu rütteln, Papa. Da kommt doch nichts. Da kommt gleich was. Ob ich jetzt einfach demonstrativ hier die Regie verlasse und einfach rüber zum Bäcker gehe und mir ein geiles Graubrot hole und ihm einfach eine vernünftige Gabel abschwatze. Das wäre ein Traum. Wem willst du das machen? Unser Bäcker. Okay. Da, wo wir auch immer sind. Ich hätte gerne ein riesen Graubrot, frisch. Weil ich habe nämlich zu Hause Dosenwurst. Und nicht irgendeine Dosenwurst, sondern fränkische Dosenwurst von der Metzgerei Kers Stefan. Aber ich würde ihm eine mitbringen, damit er die immer probieren kann, damit er sagt... Das ist alles umsonst. Vielleicht. Junge, ich habe es gleich geschafft. Nur no fucking way. Übrigens, Papa, was ich gesehen habe in der letzten Folge, ich kenne jemanden, der hat genau das richtige Ergebnis getippt bei HSV gegen Bayern und dem Pokalspiel. Achso. Frag, was ich tippe. Ich habe gesagt 0-5 vor dem Spiel. Und wie ist es nochmal ausgegangen, Pape? 2-1 fast. Fast, ja, richtig. Wie viele Tore habt ihr gemacht nochmal? Fast 2. Fast 2. Ja. Hat sie eine Torschance angenommen? Nee, ne?
Doch. Hattet ihr? Ja. Okay. Gratulation. Kam sogar in der Statistik. Ich meine, ich mache da eigentlich keinen Laut. Ne? Wir haben ja 7 gekriegt, meine ich schon von daher. Aber wir haben immer ein Tor gemacht. Nee, haben wir nicht. Wir haben letztes Mal 2 gemacht. Haben wir ein Tor gemacht oder haben wir 0-7 verloren? Ich weiß das auch nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben 0-7 verloren. Ach, scheiß drauf. Bayern ist scheiße, einigen wir uns darauf. So, Pape. Übrigens, ja? Wenn ihr die Folge seht, wisst ihr schon längst, dass ich getwittert habe, dass ich den Fußball sehr unattraktiv der Bayern finde. Da kam ein Shitstorm auf mich zu. Ich sag's dir, ey. Von wegen... Warum twitterst du so eine Scheiße auch? Ist doch wahr. Unattraktiv? Ich fand das Spiel gegen Arsenal super langweilig. Ich fand, das war super geil, das Spiel. Nee. Nach den ersten 20 Minuten habe ich getwittert, was für ein geiles Spiel. 2 verschossene Elfmeter. Ja, das war bis zur Halbzeit ein gutes Spiel. Halt hin und her, es war halt ein geiles Spiel. Hin und her, das war ein Scheißspiel. Nein, es war ein geiles Spiel, das kann einfach Fußball haben. Nee, das ey, in der zweiten Halbzeit, ja peinlich sein. Das war Handball. Bullshit. Nur um 16er gespielt. Bayern hat sich halt immer schön zurechtgelegt, ey, das war schon geil. Bayern, ja. Hat absolut keinen Spaß gemacht. Auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden. Also die Champions League-Titel geht nur über Bayern dieses Jahr wieder. Und über mich. Und über meine Dosen. Ich muss mal kurz was checken. Das würde halten. Ich aber wo wir gerade darüber reden, ne? In 2 Wochen ist das große Nordderby, ne? Das Abstiegsduell. Das in Klammern. Wer da gewinnt, ey, bam, ne? Das in Klammern. Glück ist bei uns. Das in Klammern große Nordderby. Fuck! Was hast du gemacht? Ich habe die Gabel abgebrochen. Die Wurst ist ziemlich hart. Und so eine scheiß Pappgabel. Ich werde, hab zum Glück noch mehr davon. Hahaha. Scheiße. Ich habe jetzt ein Riesenproblem. Ja. Da ist meine Truhe irgendwo. Mhm. Das hält mich auf. Und ich habe schlechte Chancen. Ich muss da irgendwie rüber. Übrigens, meine Idee mit dem, ich markiere mir den Weg, hat super gehalten. Die wirklich wichtige Frage ist doch, hole ich mir eine neue Gabel, ein neues Messer und esse noch mehr Dosenwurst von Metzgerei Kehr-Stefan? Oder mache ich einfach zu und genieße ich nachher zu Hause mit frischem Brot? Ich würde das zu Hause genießen. Okay, dann hole ich eine Gabel, danke. Bist ja ein richtig toller. Nur kein Neid. Alter, das sieht hier hochgebaut aus. Hier war ich schon mal. Bitte das ruhig einpacken. Ich war hier schon mal. Mhm. Junge, weißt du, was richtig heftig ist? Ich war hier schon mal. Glaube ich. Aua. Toll. Tja, ihr Lieben. Vielleicht sollte ich die Kameraeinstellung wechseln und einfach, dass ihr mich beim Dosenwurstessen sehen könnt. Richtig eklig. Nee, das ist spannender als aber was Dosenwurst du jetzt ist richtig hast. Eklig. Alle 2 Sekunden sagen, oh, hier war ich schon mal. Hey! Was? Ich bin gleich da. Nee. Doch, wirklich? Nein. Die Koordinaten stimmen. Glaube ich nicht. Doch. Vielleicht war es ganz weit über der Erde. Der Erde. Niemals. Findest du wieder zurück? Glaube ich nicht. Niemals. Vielleicht niemals. Doch. Aber ich glaub's nicht. 2. Liga. Oh, ich höre schon wieder einen bösen Geist. Ey, den muss ich vielleicht gleich wieder mit meinem geilen Fleischstück. Oh. Ah, ich bin so genial. Weil? Ich gemerkt habe, dass 2 Messer stärker sind als 1. Hör auf! Und ich habe einfach 2 Messer gelegt. Wow! Aua! Ineinander gelegt und jetzt habe ich ein mörderstarkes Messer und kann noch mehr Kuchen ausessen. Hör auf! Ein Traum. Das ist eine Lüge. So, einmal werde ich noch was essen und dann werde ich mir Apfelringe reinziehen. Und davon kannst du gleich aber bitte einen rüberwachsen lassen. Die sind noch bis zum Ende des Jahres haltbar, Papa. Nee, du kriegst keinen ab davon, ist ja klar. Ich hab bitte gesagt. Du kriegst erst einen, wenn du deine scheiß Truhe findest. Das kriegst du nächstes Jahr. Warte mal, ich war gerade schon mal in den richtigen Koordinaten.
nicht ganz. Schmeckt. Ich hab's erstmal zugemacht. Du musst auch immer sagen können, jetzt reicht's. Den Rest gibt's jetzt nachher zu Hause. Mit einem Träumchen, würdest du sagen. Super safe, würde ich auch schon sagen. Ich würde nicht ein Träumchen sagen. Du sagst immer ein Träumchen. Stimmt. Mann, ich suche gerade meine scheiß Festung! Eigentlich finde ich es ganz geil, dass du spielen musst und ich hier ganz gechillt in der Regie sitzen kann. Nicht nur, dass ich geile Dosenwurst essen kann, nein! Ich kann jetzt auch Apfelringe essen. Na, Dosenwurst ist auch echt eklig. Ey, Alter, wie kann man die nicht mögen? Ey, die ist so geil. Das riecht schon nach Scheiße. Ja, du aber auch und wir mögen dich trotzdem. Ich sag dir einfach mal, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster im Namen der Community. Wir mögen dich trotzdem. Du hast gerade auch dich gemeint. Hä? Du magst mich. Nein. Leute, komm. Oh, Harald Schmidt hat wieder einen Comment geschrieben. Der ist heiß auf dem Pokal, ey. Ich hätte da noch ein Anliegen. Wie wäre es, wenn ihr die Info zu Papes Inventar noch in die Infobox schreiben würdet? Die Info zu Papes Inventar. Was meint ihr denn? Achso. Zum Beispiel Name des Grafikpacks, Serverart, etc. Ansonsten top wie immer. Harald Schmidt, mein Bro, mein Bro. Übrigens, ey, du glaubst nicht, wie oft ich immer noch angeschrieben werde. Welches Texture-Pack benutzt du? Und welches ist es? Wir können es noch 100.000 Mal sagen. Ich glaube mehr als 100.000. Uhu schreibt, klasse Titel. Wer schreibt was? Uhu schreibt, klasse Titel. Uhu. Uhu. Uhu, danke. Schön, langsam mausert sich Pape in den LP. Oh fuck. Trifter ist auch einer von unseren Top Ten. Wer? Trifter. So heißt der Mann. Stimmt. So, ich esse jetzt ein paar Apfelringe, um das Elend zu überstehen. Und wir sind 3 Minuten schon wieder Feierabend für heute. Gut, dass du so weit nach vorne gekommen bist, Pape. Und gleich geht's wieder super safe. Du musst gleich alles finden und nackt tanzen. Dein Problem ist? Vor deinem eigenen Bett. Vor meinem eigenen Bett. Ich habe ein Problem. Oh, sind die lecker, die Apfelringe, Pavo. So lecker. Ist halt so, ne? Ich habe brohaft mit dir letztes Mal einen Subway-Cookie geteilt. Hör mal, Gott, willst du auch einen? Das ist so nett von dir, Stevenio. Danke. Das war eine schlechte Gottstimme. Stevenio, du bist der Beste. Danke für den Apfelring. Habe noch 2 Minuten. Ja, ey. Und, wie läuft's bei dir, sag mal? Ja? Was? Wie läuft's bei dir? Mies. Ihr Lieben, es war eine schöne Zeit hier mit euch. Es war ein schönes Let's Play. Ja, ich weiß. Es war wunderschön hier. Es war so wunderschön. Wir hatten was Besonderes hier. Apapa hat's getötet, muss man einfach so sagen. Nee. Er hat sich im Neta verloren. Ja, so ist das. Nee. Und während er weiterhin im Nichts dahin siegt und nach seiner Box sucht, die wahrscheinlich Lucifer persönlich versteckt hat vor ihm, und die Zeit weiter tickt und ihr sagt, bah, das ist so langweilig, ich guck den Scheiß nicht mehr, möchte ich euch sagen, ich persönlich habe euch trotzdem lieb und ich kann nichts dafür, dass Pape ein Vollidiot ist. Also flamm bitte nur Pape. Danke! Ziemlich krank von mir. 1 Minute haben wir noch, Pape. Mach irgendwas Tolles. Kann ich gerade nicht. Bin ich ganz ehrlich. Apfelringe! La. Papa, du hast Hunger übrigens, du bist schon am Abnibbeln. Ich überlege auch gerade, ob ich mich nochmal umbringe. Und eine Spitzhacke mitnehmen. Nee, dann geht's ja deutlich schneller. Mhm. Und vor allem 80 Mal. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit in dem Let's Play. Das Problem, ja. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass ich zu wenig Baumaterial mitgenommen habe. André, verloren im Neta-Pub. Ich muss mich umbringen. Ich bitte darum. Leute, es tut mir echt leid, dass... Spring! Spring! Bäh! Ich habe es überlebt, das kann nicht wahr sein. Aber es ist ganz gut, ich bin hier auf dem richtigen Weg.
ab in die Lava. Du Nein. bist wieder gut, Fick, immer nur wieder, wenn du tot bist. Aber jetzt bin ich gerade auf richtig gutem Weg. Ja, ja, das Let's Play ist leider vorhin vorbei, ihr Lieben. Schaut morgen wieder rein, wenn Pape weiterhin planlos durch den Nether irrt. So ist das manchmal im Leben, ne? Ja, bis morgen. Bis morgen. Ciao. Besten Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Das war's von der heutigen Pape Minecraft Weltfolge. Morgen geht's natürlich weiter. Und das Ganze könnt ihr natürlich bestätigen, falls es euch gefallen hat, indem ihr hier unten mal auf Gefällt mir drückt. Ihr dürft auch gerne kommentieren. Drückt mal hier zum Abonnieren, falls ihr das auch noch nicht getan habt. Und hier oben sind zwei Videos verlinkt. Einmal hier unsere Sommervlogs, weil wir einen super schönen Sommer hatten. Das Ganze könnt ihr euch natürlich angucken. Und hier sind unsere ganzen Hearthstone-Projekte, wo ihr auch gerne mal reingucken solltet. Das war's für heute. Morgen geht's weiter. Bis dann. Ciao.